up an information packet. Oh, schön. Und die hält mich dann? Plague victims can have their medication mailed to their homes at no additional cost. It's all ice cream and lollipops. That's what the nice man on TV. Eis. Lollipops. Okay, der Spiegel zwischen Männer- und Frauentoilette hält was aus. Okay, das ist wirklich ein Spiegel. Nicht, dass man jetzt von da nach da durchgucken kann oder so. Hi, I'm in charge of law enforcement on this block. You doing all right? Yeah. They told me to come in here. Is that okay? Perfectly fine. Just making sure everyone's safe. Hey, while you're at it, you ought to do something about the NSF. Perfectly good shelter. You know what they're doing in this neighborhood? Kicked us out of the old Osgood place. A bunch of us camping in the tunnels. Talk about rights, but when they want something, they take it. Maybe I'll look into it. You take care of yourself. Das heißt wohl, die NSF scheint nicht unbedingt so zu handeln, wie sie es anderen erzählt, was sie richtig fände oder wofür sie sich einsetzt. Aha, hier gibt es nichts mehr. Hab ich mit dem da schon gequatscht? Got a few credits. You have the plague? Nah. Cops ran us off the streets. Usually I go into the water tunnels in the warehouse district, but somebody boarded up the window. You live in a tunnel? Actually, I like to stay on the roof of this big apartment building. Nice view, if it's not too cold. There's a freight elevator at the end of the tunnel. Where's that window you were talking about? It's a basement window in the park south of the hotel. Interessant. One thing about the warehouse district. You've got to know which buildings are safe. Some have armed guards. Da kommt man leider auch nicht rein. 8 Tools! Boah! Ist das ein Schalter? So bei Hermann? Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe oder nur danach bei einem Forschen rausgefunden habe. Bei Agent Hermann in der Zelle gibt es bei der Tür so einen kleinen Stein, den kann man reindrücken und dann geht die Tür auf. Das heißt, er hätte sich auch selber befreien können. I want satisfaction. We've done all that we can. It's time for you to go. This is supposed to be a free clinic. But you do something if I had more money. You've got the plague, sir. Hey, ist das nicht die Szene aus dem Anfang? Nee, sieht doch so ähnlich aus. Nee, die ist doch vielleicht durchsuchen mit einer Waffe in der Hand. Ich will dir nicht aufnehmen. Es ist so dunkel, liegt da was rein. Ich wollte die jetzt nicht hier wegtragen. Tut mir leid, netter Mann. Hier liegst du wieder bequem mit dem Kopf in der Wand. Vielleicht so. So? So. Ja, so geht das. E-B-L-N-R-F-A. Ipo-Iputz. Komische Sprache. Dumm-di-dumm. Okay. Die Brechstange macht also 4% Schaden an den Teilen. Aber scheinbar nicht an allen. Weil vorhin bei der Glastür konnte ich ja die nicht damit aufschlagen. Aber wahrscheinlich sollte ich aufhören, hier mal alles kurz und klein zu schlagen. Ich bin halt so ein bisschen. Ich meine, man hat, glaube ich, gemerkt, dass man zwischendurch, zwischen den Missionen im Hauptquartier nicht wirklich ausgestattet wird. Deswegen bin ich immer so ein bisschen auf der Suche nach. One of the doctors can help you. Nach Ausrüstung. Ich frage mich, wo man den Code hier herkriegt. Nee. Und 0451, das vom Anfang. Nee, das ist auch nicht. Nee, das durchzuprobieren, das. Entschuldigung, ich will euch doch gar nichts Böses. Das würde zu lange dauern, das durchzuprobieren. Die ganzen 1000 verschiedenen Kombinationen. Kann man da hoch? Interesting. Okay, ja, südlich vom. Was war es? Südlich vom Krankenhaus, glaube ich.
gesagt, ein Osgood-Haus. Im Osgood-Haus ist die NSF. Osgood, ja, das sieht doch so aus. Die Frage ist nur, wo bin ich gerade? Das ist so ein bisschen schwierig zu erkennen. Mikrowellenantennen, okay. Schwierig. Kann ich gerade nicht erkennen. Ich schaue mich aber mal so ein bisschen um. Vielleicht ergibt sich das Ganze ja auch von alleine. What I'm telling you, girl. You said I didn't have to. Make Janie do it. I already took the money. And when it's JoJo and it's something he wants, you gotta do it. You and me both, baby. What you want? Hallo? nein. Das wäre ziemlich brutal. Das klingt doch vernünftig. Leave her alone or I'll have your ass picked up for pandering. You ain't no police. I own the police. Nein, tust du nicht. Whoa. Danke für die Munition. So, geht's dir gut? Thanks. Sucks to get backed into a corner. Guck mal, das ist so. I was trying to find the back way into smugglers. Smuggler? Hey, you shouldn't have took down Johnny. Soon as JoJo finds out. Your father asked me to look for you. He'd like you to come home. My dad shouldn't have hired a hitman. Stupid way to get himself killed. Who's this JoJo? You can't touch JoJo. He doesn't go out and there's only two ways to the warehouse. Ja, welche? Warehouse. You think he can sneak into Osgood's at the park, but in the first place, it's locked. Looks like the fighting in the park has died down. And if you go underground, he's got laser tripwires, drone guns, military-type stuff, das haben wir alles plus schon gesehen. There's guards on the roof. Okay. Tell you what, I'll handle JoJo. You get home so your father won't have to worry. I can take care of myself. Das hat man gerade gesehen. You mentioned a smuggler. Tough guy like you, figured you'd be a big customer. What's he sell? Weapons? Drugs? High-priced weapons, yeah. You should talk to him. His place is over near the subway. You have to give him the password Bloodshot or he won't let you in. In der U-Bahn. In der U-Bahn gibt es einen, der mit Waffen handelt. Bin ich jetzt wieder am Anfang bei der U-Bahn? Grün? Grün, alles gut. Freunde. Talk to one of the guys in green. Your Natco's running the show today. We've been asked to direct pedestrians to the underworld bar. Okay, ihr habt die Passanten in die Bar gebracht. Wo ist denn die Bar, diese Unterweltbar? Bisher war ich ja nur im Hotel und in der Klinik, aber nicht in der Bar. Das da. Das könnte die Bar sein. Underworld, yep, das ist die Bar. Und da vorne ist auch wieder die U-Bahn. Damit schließt sich der Kreis. Schön. Etwas Munition. Bevor ich jetzt in die Bar gehe, werde ich kurz nochmal der U-Bahn einen Besuch abstatten. Guck mal, habe ich den Schlüssel dafür? Nein, schade. Um mit dem Waffenhändler zu quatschen. Blutbad ist das Passwort, um mit ihm handeln zu können. Oh, und da ist ja auch schon ein... Kann ich jetzt Steuerung V machen? Yep. Die PIN war 4455 oder 5544? 5544. Ja. 250 Credits. Vielen Dank. Damit habe ich 2261 Credits. Und ich sehe gerade, meine Gesundheit ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Mir fehlen 21 und 48. 69 Punkte. 69 Punkte. 10 mal 2 macht 20. Fehlen noch 49. Minus 20 macht 29. Genau. 8 und... Ja, passt. 29 Punkte fehlen noch. Ich könnte jetzt den Whisky trinken. We're looking for an illegal power generator in this area. Can you help me out? I might have heard something. How much money you got? 50 credit? Okay. Sure. Appreciate the business. Yeah, I met this truck driver a while back. He had a lot of cash. I asked him where he got it and he told me he'd just hauled some power cables to a warehouse. Der kennt sich doch schlecht aus. Didn't seem like a big deal at the time. You might try that mech chick who runs the Underworld Bar. She grew up around here. That helps a little. Thanks. Oh, danke schön. Das ist Paul. Use minimal force this time. He took a lot of lives on Liberty Island.
I'll be okay. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt den Whisky trinken, um mich noch weiter zu heilen, aber diesen betrunkenen Effekt, den mag ich nicht. Der dauert auch so ewig. Sollte hier nicht jemand sein, der Waffen verkauft? Komisch. Ich dachte, das wäre hier. Ah, also zur Erinnerung hier, Whisky. Ja, jetzt, so geht's. Zum Laufen ist es okay. Nur beim Kämpfen ist es doch arg nervig. Okay, da oben. Da ging's nicht rein. Dann bleibt jetzt erstmal nur die Unterweltbar und danach ab ins Lagerhaus. Mit mehr Infos, wie man reinkommt, ohne Gefahr. Auch hier keine Waffen erlaubt. Public Access. Was gibt's hier Schönes? Wasserversorgung, U-Boot-Bunker, Battery Park gesperrt. Seien Sie misstrauisch. Und hier wahrscheinlich das Gleiche. Ja, genau das Gleiche. Ne, keine Waffen. Darf man hier nicht. Red Star. Ich könnte hier zwei Geldautomaten hacken. Aber ich warte mal ab. Vielleicht finde ich ja noch mehr Kontodaten. Dann würde ich erstmal die Konten plündern und dann danach die Automaten hacken. My Ambrosia von Flipper. We're talking about your wife, the Grey Death. I don't know. If I gave it to her and it was cut. Jemand, der Ambrosia handelt. People know him. He'd be hanging from a streetlight if he was selling bad vaccine. Hey, Jay, get caught. He's a little butt. Entschuldigung, wo finde ich in diesem Jojo? Yes. Bin ich lang? Nein, ich bin hier. Tell me where you plan to get Ambrosia, or I'll make sure you're arrested on conspiracy charges. You a cop? We were just talking. Mind your own business. So Ambrosia's being sold on the street. Hey, back off, mister. Leave the customers alone. Yeah, back off. I'm serious. I want you to tell me what you know about the stolen Ambrosia. You misheard, officer. We were talking about work. I heard Ambrosia. I said you heard wrong. Excuse us, we're having a conversation. What can I get? You work here, you must know the area. Heard of an old warehouse with an illegal power generator? Not exactly, but if you're looking for a warehouse, you should probably start in the warehouse district. Where's that? A few blocks south. Not quite as südlich, okay. The riot police have blocked the roads because of the NSF. Ah, I'd like to check it out. Das war wahrscheinlich da, wo die beiden Polizisten gerade standen. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar, snacks too, just 10. Sure. That's fine if the police have to. Okay, gib mir ein Wasser. About a soda. There you go. 10 Credits. Im Hauptquartier kriege ich die für 2. You're supposed to. Nette Implantate, würde ich dir gerne nochmal sagen. Schade. Wohl versaut. Geht wohl nur beim ersten Mal. Ein Pilot. Hey, you look like the vigilante type. Ah. What if I said I knew where you could load up on military hardware? You mean that guy smuggler across the street? Already know him, huh? Too bad. Hey, how about I tell you about something you can't hear from anybody else? Okay, klingt gut. Area 51. You heard of it, right? Actually, I'd rather hear whether you know anything about a warehouse with an illicit generator. I worked out there. Most people think they got aliens from another planet, but I didn't see any flying saucers. You want to hear about it? I'll tell you. For the price of a beer. Okay, also ich glaube, den Spaß, yes, den gebe ich mir jetzt einfach mal. Und, genau. Und danach werde ich speichern und die Aufnahme und die Folge beenden. Ich finde, das ist ein schöner Ausklang. Wein, Brandy. Ich sollte hier nicht klauen. Yes, Agent? Was liegt denn hier hinter der Theke alles? Ein Medipack, ein Medikit. Interessant. Also gut, was gibt's hier noch alles? Zigaretten, nix. Sojanahrung. You the guy that helps Sandra? I think your friend is gonna be all right. What about Johnny? He's on his back in the alley. Serves him right. About time. What can you tell me about his boss, Jojo? Oh, Jojo, he's nothing, man. We used to go out.
His body mods? Cosmetic. Scars? I saw him cut his face one time just so he'd look mean. Maybe I'll cap his ass, too. Well, if you ever want to get into the warehouse where he hides out, I know the code. It's 3316. Thanks. Vielen Dank. 3316. Das ist doch nützlich zu wissen. Okay, aber hier gibt es noch einiges weiteres zu erforschen in der Bar. Deswegen werde ich mir jetzt die Soda reinpfeifen, ein bisschen Sojanahrung knuspern und mit dem Bier uns eine schöne Geschichte über Area 51 kaufen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. What do you have for me? You can have this beer. That one's warm. Get me something from the bartender. Das ist warm. Hier, Bartender. Yes, Agent? Ein Bier. Okay. Vielleicht ist es ja durch das Rumtragen warm geworden. Also, nochmal, ne? Bis nachher, falls es jetzt klappt. You can have this beer. Bis in die nächste Folge. Yep, I know for a fact it's not just for government research. I've seen all kinds of executives coming and going. I'm sure plenty of bureaucrats fly out there. Billionaires, big executives. I think the whole place has been taken over by a private corporation. Not likely. Something's going on underground. I'm a pilot, which means I didn't get any access to the main complex. But a lot of rock comes out of there. It's some kind of mine. But what I don't understand is why they're always laying more fiber optic cables. A pilot? What do you fly? Copters. You know what I think? I think that's where the UN moved Echelon 4 back when they promised they were going to stop spying on people. Surveillance is a very distributed technology. To centralize it in one large facility would be very unusual, even for the UN. I bet they did it. They want to centralize everything. Every computer on the planet,